Liebe Elsterbürger, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Gäste, ich darf Sie auf unserem neuen, ich denke wunderschön gestalteten Marktplatz recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Besonders möchte ich natürlich unseren historischen Rat begrüßen und die hier an diesem Bau mitwirkenden. Es fing an mit der Planung, das ist die BDS, bei Eisenkonzern mit dran. Sie gehören ja mit dazu, das Büro Pfaff. Und dann die Firma Rolf, die diese Arbeiten hier ausgeführt hat. Ihr seht, auch eine Frau beim Scheffeln von so einem Unternehmen sein. Frau Rolf, es hat sehr gut mit Ihren Leuten geklappt. Recht herzlichen Dank. Allen daran Beteiligten möchte ich im Namen des Stadtrates den Dank aussprechen. Es gab im Vorfeld, wie es natürlich bei einem so ein Bauwerk ist, ja doch immer eine Irritation. Aber wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und wenn gebaut wird, muss man halt auch mit Einschränkungen leben. Ich denke, wir haben es trotzdem alles gut über die Bühne gebracht. Das Bauwerk kann sich sehen lassen. Zum Geld ist vielleicht noch einiges zu sagen. Es ist so, dass dieses Bauwerk über die Stadtsanierung finanziert wurde. Das heißt, ein Drittel bezahlt die Bundesrepublik Deutschland, ein Drittel bezahlt der Freistaat Sachsen und ein Drittel bezahlt die Stadt selbst. Diese Mittel sind nur objektbezogen einzusetzen. Und wenn man Stimmen hört, wir hätten es noch was anderes nehmen sollen, muss ich sagen, das geht nicht. Dieser Marktplatz ist nach 1840 entstanden. 1840 hatten wir den letzten großen Stadtbrand. Wer im Bayerlein nachliest, Paul Rainer Bayerlein, der die Geschichte der Stadt Elsterberg selber vorgeschrieben hat, hat das beschrieben. Es sind Pläne drin, wie der Markt früher aussah. Und danach ist er in diesem Grundriss entstanden. Der Markt war ursprünglich bis zu 3 Meter tiefer. Es ist ja viel aufgeschüttet gewesen, es war dann gepflastert, breite Straßen, sicherlich für Kutschen, aber nicht für den heutigen Verkehr. Und es war auch aus unserer Sicht notwendig, jetzt wo wir die Mittel zur Verfügung haben, dass wir diese Mittel anpassen und hier auch den ganzen Grundhaft ausgebreitet haben. Ich denke, dass dieses Bauwerk dann für die nächsten 100 Jahre wiederhalten wird, möge unsere Nachfahren noch viel Spaß an diesem schönen Marktplatz haben. Hiermit ist der Marktplatz offiziell eröffnet. Wir müssen dann nur noch das Bändchen durchschneiden. Und ich bitte die Herolder noch um einen Tisch.